Wow! Spitze! Applaus, Applaus, Applaus! So, nun kommt mal runter. Auch wenn er fix und fertig ist. Verschnauft erstmal ein bisschen. Ist ja schwerste Arbeit, so ein Song hier. Super, super. Was macht er denn am Tag so als Trainingseinheit, dass er durchhaltet? Sitzen, viel sitzen. Ja, das ist sehr gut. Ganz wichtig. Ja. Jetzt ein bisschen gemeine Frage. Vorher hatten wir nur die Werbung für New Kids on the Block. Ist ja ganz groß angesagt im Augenblick. Ja? Jeder schreit danach. Was sagt ihr denn so als Fachmänner dazu? Ich kenne die Band nicht. Danke, das reicht. Bitte weiter. Ja, gut. Wollen wir auch nichts mehr dazu verlieren oder wollten wir noch einen Unterschied zum Beispiel erörtern? Die machen Tanzmusik, ihr macht Dance Music. Liegt der Unterschied nur darin, dass Ska, das was ihr macht, aus Jamaika kommt? Der Hauptunterschied liegt darin, dass wir die Musik live machen. Und dass sie dafür Geld bekommen und wir nicht. Weniger, ja. Außerdem machen die den Beat und wir haben den Offbeat. Also, okay. Jetzt kommt die zweite Frage, von der ihr eigentlich nicht so sehr begeistert wart. Habt ihr jedenfalls vorher gesagt, bitte keine Fragen zu unserem Namen. Aber das bleibt nun mal nicht aus, weil es bietet sich nun mal förmlich an. Blechreiz. Ist das nur vielleicht irgendwo in Asien entstanden, wo die Leute Schwierigkeiten mit anderen Buchstaben haben? Oder jetzt könnt ihr euch verteidigen, wie ist dieser Name zustande gekommen? Nee, wir hatten vorher einen ganz fürchterlichen Namen. Mit dem anderen Buchstaben? Nee, das war Backblech und den fanden wir so schlecht, dass wir dann was gesucht haben, wo man uns aber auch wiedererkennt vom Namen her. Ja, das durch. Das ist ja also wirklich ein sehr guter. Vielleicht gibt es ja jetzt auch mal eine Frage, mit der ihr richtig was anfangen könnt. In eurem Promoheft steht drin, Ska Music ist auch Musik für Skinheads. Was ist darunter zu verstehen? Ja, es ist auch Musik für Skinheads. Der echte Ska, also der alte aus den 60er Jahren, stammt aus Jamaika und wurde in London in der Zeit in den angesagten Clubs gespielt. Und das haben sich halt auch Skinheads angehört. Und ja, damals war Skinhead und Rechtsradikal noch nicht dasselbe. Nee, überhaupt nicht. Das war, hatte nichts miteinander zu tun, ne? Ja, und es kommt eine Menge Skinheads zu unseren Konzerten. Es gibt auch fast nie Ärger. Die tanzen auch immer ziemlich gut. Ja. Stichwort Konzerte. Was passiert so demnächst mit euch? Wann seid ihr wo zu erleben, zu sehen, zu hören? Also, als erstes machen wir mal eine Record-Release-Party Mitte Dezember in Berlin. Wo, wissen wir noch nicht genau, aber wir werden schon in der ganzen Stadt Plakate aufhängen. Entschuldigung mal bitte, weil ja nun vielleicht nicht jeder das. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, was für eine Party und was wird... Ah, RR, Record Release. Also kommt bald eine Platte raus und das müssen wir irgendwie feiern. Also das nennt man dann so. Und die Platte wird so heißen. Nein, die Platte heißt nach unserem ersten Titel. Die heißt Who Napped JB. JB ist JB? JB ist unser Keyboarder. Der Mann, der den Beat hat. Und in diesem Song wird er entführt. So viel Zeit haben wir mal leider nicht. Letzte Frage, kennt ihr Alan Comfort? Na gut, ist nicht ganz so schlimm. Ihr könnt ihn gleich kennenlernen. Wir haben nämlich das nächste Video von ihm. Ja, aber bevor ihr jetzt hier so richtig abrelaxt und abschlafft, jetzt habe ich noch ein ganz kleines Ding auf euch vor. Bei den meisten Musikern ist es so, bei den Rappern und so, die machen das alles so ziemlich technisch, elektronisch. Ihr habt ja nun eine ganz fundierte musikalische Ausbildung und du hast dein Instrument dabei. Und was liegt nahe, könntest du nicht einmal jenes Stück blasen, was du als allererstes Mal gelernt hast? Gut, komm, das Mikro ist auf dir. Keine Ausreden, bitte. Ich glaube, das reicht. Vielen Dank fürs Kommen. Ja. Und jetzt vielleicht eine Nachholestunde. Alan Comfort für alle zu Hause. Action! Auf der Balkanhalbinsel ist es für diese Jahreszeit zu frisch. Im Nahen Osten liegt